Das ist der MG5 von MG. Herzlich willkommen zu Ausfahrt TV. Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen. Trara, das ist er. Der erste batterieelektrische Kombi aus der Kompaktklasse. Kein SUV. Das ist also der MG5 oder der MG5, je nachdem wie ihr wollt, von MG. Und nochmal für diejenigen, die nicht aufgepasst haben. MG ist eine Tochtermarke im Prinzip mittlerweile vom chinesischen Zai-Konzern. Und die bauen nicht nur MGs, sondern haben diverse Marken, unter anderem bauen die aber auch Autos in Kooperation mit Volkswagen und General Motors. Ja, und der MG5 ist ein Kombi aus dem Segment der Kompaktklasse. Drei Mitbewerber hätte ich für euch, die passen alle nicht so richtig. Der am besten passt, ist der Renault Megane E-Tech. Und dann würde ich euch noch nennen, einfach den Cupra Born, weil der auch aus der Kompaktklasse kommt, ist aber kein Kombi. Und dann machen wir die Liste noch voll mit einer Limousine, nämlich dem Tesla Model 3. Der MG5 wurde 2017 als Verbrenner vorgestellt. Seit 2018 gibt es ihn auch als Elektrofahrzeug in China. Dort wird er als Rowe oder als Rowe i5 vertrieben. Im November 2021 hat er ein Facelift erhalten. Seit März 2022 ist er in Deutschland bestellbar. Er wird in Nanjing, China gebaut. Zum Zeitpunkt unseres Tests lag noch kein Euro-NCAP-Crashtest-Ergebnis vor. Bitte keine Häme. MG hat schon zwei Modelle crashen lassen und die haben durchaus positiv abgeschnitten. MG bietet den MG5 zu einem Basislistenpreis von 35.990 € an. Da ist noch keine Förderung abgezogen. Unser Testwagen hier in der höheren Ausstattungslinie mit dem großen Akku, der hat einen Listenpreis von 39.990 €. Auch hier kann man die Förderung noch abziehen, falls es die Förderung noch gibt. Ja, wenn ihr sagt, Mensch, endlich ein Kombi als Elektrofahrzeug, darauf habe ich gewartet, den möchte ich haben. Aber kaufen, ich bin mir immer noch nicht sicher mit den Elektrofahrzeugen, dann liest ihn einfach und klickt einmal auf den Link hier direkt unter unserem Video. Der bringt euch nämlich zu den MG5 Leasing-Angeboten unseres Partners leasingmarkt.de. Und hier haben wir die besten Leasing-Angebote aus dem Internet für euch zusammengesammelt. Könnt ihr einfach unverbindlich und kostenlos eine Anfrage stellen und bekommt dann ein verbindliches Angebot von dem Händler eurer Wahl. leasingmarkt.de, unser Partner, und ihr klickt einfach auf den ersten Link hier unter dem Video. Unter der Haube des 2022 MG5 Luxury Maxima befindet sich kein Frunk hier zu sehen, aber etwas tiefer an der Achse ein Elektromotor. Dieser leistet 115 kW bzw. 156 PS und er hat ein maximales Drehmoment von 280 Newtonmeter. Die Nennleistung ist mit 73 kW oder 100 PS angegeben. Geschaltet wird mittels Automatik. Der MG5 hat stets Frontantrieb. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 8,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 185 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach WLTP beträgt 17,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 0 Gramm pro Kilometer. Vollgeladen mit 61,1 Kilowattstunden Strom kommt man im Idealfall nach WLTP 400 Kilometer weit. Optional kann man den MG5 auch noch mit einem kleineren Akku bestellen. MG bietet den MG5 oder MG5 bei uns in Deutschland in zwei Ausstattungslinien an. Komfort ist die niedrige, Luxury die höhere und Luxury, den zeige ich euch hier auch. Dazu gibt es noch zwei Batteriegrößen, 50 Kilowattstunden und 61 Kilowattstunden. 61 Kilowattstunden steht dann maximal da dran am Auto noch und auch den haben wir hier. Also große Ausstattung, großen Akku. Egal welche Ausstattung oder welchen Akku man wählt, das Fahrzeug kommt mit LED-Scheinwerfern, Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht sind in LED gelöst. Der Blinker, der blinkt hier aber noch mit herkömmlichen
glühen. Ich hatte es eben schon erwähnt, der MG5 oder der MG5, der kommt mit zwei unterschiedlichen Batteriegrößen. Einmal 50 kWh oder 61 kWh. Und ich meine, das sind Bruttowerte. Netto habe ich nicht gefunden. Geladen werden aber beide Akkus hier über die Frontklappe. Die Beschaffenheit der Akkus, die ist aber unterschiedlich. Das finde ich ganz interessant, aber nicht so interessant, dass ich es weiter ausführen möchte. Was ich euch sagen möchte, ist, dass ich den Kollegen hier an der Wallbox laden kann. Dann nimmt das Fahrzeug 11 kW entgegen und dann dauert es 6,5 Stunden, um den Akku von 0 auf 100% zu bringen. Deutlich schneller geht es natürlich am Schnelllader. Da nimmt das Fahrzeug zwar nur bis zu 87 kW entgegen, hält aber das Ladeniveau relativ lange relativ hoch und somit von 0 auf 80% dauert es 40 Minuten gefühlt. Ging das deutlich schneller. Und was ich halt richtig schön finde hier, da sieht man vier Balken und das ist quasi der ladende Zustand des Fahrzeugs. Während er lädt, kann man da ablesen, wie voll der Akku denn schon geworden ist. Und das finde ich wirklich praktisch, weil bei vielen Fahrzeugen muss man immer reingehen, teilweise auch die Zündung anmachen. Und so hat man zumindest schon mal einen ungefähren Überblick, in welchem Ladesegment er dann unterwegs ist. In der Basis steht das Fahrzeug auf 16 Zoll Alufelgen. Zur Luxury-Ausstattungslinie gehören diese 17 Zöller. Und der MG5 kommt mit einer Bodenfreiheit von 115 mm, also 11,5 cm. Vier Farben sind im Angebot und hier das Silber, das nennt sich Metal Silver. Ja, schauen wir mal das Heck an. Ich werde hier gerade die Lichtorgel durchspielen. Ich habe mal eine Frage an euch da draußen. Hier sieht man ja ganz gut, es ist eine Grundfunktionalität in LED da. Die anderen Funktionen sind dann mit Glühbirnen umgesetzt. Was ist euch eigentlich lieber? Könnt ihr mir mal so ein Stimmungsbild geben? Weil Glühbirnen kann man einfacher auswechseln. LEDs sind ja in der Regel heller, sollen länger halten und haben eine bessere Sichtbarkeit. Da ist man also sicherer unterwegs, meine ich. Wie seht ihr das da draußen? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und jetzt habe ich genug Zeit geschindet, um alles mal einmal zu zeigen. Mit der Funkfernbedienung kann ich aus der Ferne die Fenster öffnen und schließen. Natürlich auch das Fahrzeug ent- und wieder verriegeln. Wenn ich den Schlüssel bei mir führe, reicht es, wenn ich hier an den vorderen Türen diesen Knopf drücke und dann ist das Fahrzeug auch entriegelt. Zustände hat man immer schön gesehen anhand der einklappbaren Spiegel. Ja, beim Einstieg ist natürlich schön, dass irgendwo müssen Sie die Batterien ja unterbringen. 11,5 cm Bodenfreiheit und dann hier noch ein relativ breiter Bereich, wo die Akkus versteckt werden. Und somit ist der Einstieg zumindest so, dass ich nicht nach unten falle. Ich muss auch nicht nach oben wie im SUV, aber ich sitze ein bisschen höher als im normalen Verbrenner oder Diesel-Kompakten. Ja, herzlich willkommen im Innenraum hier vom MG5 in der Luxury-Ausstattungslinie, also der höheren der beiden, die hier in Deutschland angeboten werden. Wie immer starte ich mit dem Materialcheck. Harter Kunststoff, harter Kunststoff, harter Kunststoff. Und auch auf dieser Seite daran anschließt ist sich dann etwas, was wie gebürstetes Alu aussieht. Eine Applikation ist natürlich nicht echt, sondern auch Kunststoff. Dann haben wir hier hochglänzend schwarz. Darin eingelassen sowas blau schimmerndes. Das geht auch weiter bis zum Lüftungsdüsen. An den Seiten haben wir das auch. Ich finde es ganz pfiffig gemacht, weil es sieht so ein bisschen wie Ambient Light aus. Tag und Nacht allerdings, weil es nicht leuchtet, sondern einfach diese Farbe hat. Und auch das finde ich schön. Darunter dann ein bisschen Stoff. Ne? Mit genäht hier, mit genäht, ja, deutsch schwierig, aber geht schon. Dazu darunter dann der Deckel vom Handschuhfach, da haben wir wieder harten Kunststoff und auch hier an der Seite. Eine Sache, die mir beim Fahren negativ aufgefallen ist, wir haben ja hier diese Applikation und wenn die Sonne da ungünstig drauf fällt, dann blendet das wirklich auch beim Fahren. Ich bekomme das ins rechte Auge, ist mir negativ aufgefallen. Schauen wir nach unten in den Fußraumteppich und daran schließt sich dann sofort harter Kunststoff an. Hier ein bisschen weißes Kunstleder. Ja, und das hatte ich eben schon. Hier der Bereich, das ist harter Kunststoff. Schwenke ich einmal über die Mitte, hochglänzend schwarz, der Rahmen und auch die Tasten hier vom Infotainment-System. Auch die Einfassung der Lüftungsdüsen und dann hier im Mittelkanal
auch wieder ein bisschen hochglänzend schwarz, aber drumherum wieder diese Applikation in gebürsteter Alu-Optik. Und das zieht sich dann bis hier hinten hin und da ist dann die Armablage aus Kunstleder. Die Sitzfläche Kunstleder und hier so ein bisschen Stoff, der sich aber auch so ein bisschen nach Kunststoff anfühlt. Und den haben wir auch hier an den Seiten, hier wieder Kunstleder. Und auch die Kopfstütze ist mit Kunstleder bezogen. In der Tür habe ich oben harten Kunststoff, dann hochglänzend schwarz mit der blauen Leiste, harter Kunststoff und ein bisschen Kunstleder. Dann hier wieder diese Stoffgeschichte, die sich auch bis nach vorne hindurchzieht. Und die Türtasche unten, das ist wieder harter Kunststoff. So auch die A-Säule und der Himmel, auch wenn das fast genauso aussieht wie die A-Säule, der ist mit Stoff bezogen und auch leicht unterschäumt. Ja, wir reden ja hier schon über ein preiswertes Fahrzeug, zumindest wenn man es mit anderen Elektrofahrzeugen vergleicht. Somit finde ich jetzt die Materialanmutung in Ordnung. Sicherlich für den einen oder anderen wird das zu viel harter Kunststoff sein. Aber ich finde, das haben sie schon interessant gemacht. Gerade hier dieser Aufbau mit dem gebürsteten Alu, also der Optik mit dem Schwarz und gerade dieses Blau, das finde ich pfiffig. Auch Stoff mag ich gerne im Innenraum mittlerweile. Nicht mittlerweile, sondern fangen ja immer mehr damit an und das gefällt mir gut. Der Startknopf, der befindet sich hier unten. Dann kommt hier einmal das MG-Logo und dann sind beide Bildschirme bereit. Fangen wir in der Mitte an mit den ganzen Funktionen. Hier haben wir also ein Touchscreen, da kann ich drauf touchen, ne, um die entsprechenden Funktionen abzurufen. Ich habe aber hier unten auch Tasten, zum Beispiel Home. Achso, ich swipe noch einmal weiter, da sind die ganzen Funktionen. Lauter und leiser, die Heckscheibe und die, den Defroster für die Frontscheibe. Und eine Taste für die Klimaanlage, auch das finde ich ganz angenehm. Darunter dann die beiden Lüftungsdüsen, die ich frei verstellen kann. Und wenn ich die nach außen schiebe, dann kommt keine Luft mehr aus der Düse. Dazwischen dann der Warnblinkschalter. Ja, kann man schon gut erkennen. Und wenn man weiß, wo er ist, kann man ihn auch gut erreichen. Für mich persönlich könnte der noch ein bisschen mehr Rot oder ein helleres Rot zeigen. Aber Kinder, komm, das ist Killefit. Dann haben wir hier den Mode-Schalter. Damit kann ich durch die Fahrmodi schalten. Ich habe drei an der Zahl zur Verfügung, nämlich Eco, Komfort und Sport. Daneben habe ich dann den Schalter Cares und wenn ich hier dran ziehe, seht ihr hier unten 1, 2, 3, das sind dann die drei Rekuperationsstufen. Denn der Fahrstufenwähler hier, Reverse, Drive, neutral kann ich auch und gedrückt bin ich dann wieder in Park. Dahinter die Feststellbremse und ein Auto-Hold-Funktion gibt es auch. Bei dem Lenkrad handelt es sich um ein Multifunktionslenkrad. Ich meine, das ist Kunstleder hier auch. Die Griffflächen, das ist perforiertes Kunstleder. Und das Lenkrad kann ich verstellen, sowohl in der Tiefe als auch in der Höhe. Und ein lustiges Geräusch gibt es kostenlos dazu. Und das ist der komplette Radius, den ich hier habe. Alle relevanten Informationen kann ich immer ablesen. Nichts wird verdeckt von dem Lenkradkranz hier oben, wenn ich das Lenkrad verstelle. Auf der linken Seite des Lenkrads steuere ich das Infotainment-System. Auf der rechten Seite im oberen Bereich den Bordcomputer bzw. das digitale Display und im unteren Bereich noch zwei Tasten vom Infotainment-System. Scheibenwischer gibt es vorne und hier zum Drehen hinten, die ich aktivieren kann, auf der rechten Seite. Auf der linken Seite dann klassisch Blinker, Lichthupe, Fernlicht, aber das Licht kann ich ja auch selber schalten und die Nebelschlussleuchte aktivieren. Im unteren Bereich habe ich dann den adaptiven Tempomat, den ich hier aktivieren kann. Und oben habe ich auch noch einen Taster, um den Spurhalteassistent zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Vor dem Türöffner habe ich die Wippe der Zentralverriegelung und in der Erweiterung der Armlehne die vier elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich sperren. Dazu habe ich hier die Spiegelverstellung und über diesen Knopf sorge ich, dass die Spiegel elektrisch anklappen. In der Luxus-Edition ist der Fahrersitz elektrisch verstellbar und auch höhenverstellbar. Der Beifahrersitz allerdings manuell verstellbar. In der Komfort-Edition sind beide manuell zu verstellen. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich fahre mal den Beifahrersitz kurz nach hinten. Vielleicht seht ihr mich da noch besser. Also ich bin 1,80 Meter groß. Nimm die Mütze mal ab. Der Sitz ist in der tiefsten Position. Ich komme hier noch locker eine Faust zwischen meinem Kopf und den Himmel. Wenn ich die Mütze wieder aufsetze, ich kann mich hier frei bewegen und stoße nirgends an. Die Armlehne könnte ich mir vielleicht
auch mit der Person auf dem Beifahrersitz teilen. Aber eigentlich finde ich, ist die nur so breit, dass ich da meinen Arm drauf ablegen kann. Der Blick nach vorne ist überhaupt nicht eingeschränkt, weil das Display doch relativ tief sitzt. Und ich habe sogar so einen leichten Schwung da durchs Armaturenbrett. Der Himmel und die A-Säulen sind in weiß gehalten. Das macht das Auto alles so ein bisschen luftiger und dadurch wirkt es größer. Ich bin mit dem Auto aber auch zu zweit gefahren mit zwei Erwachsenen und man ist hier nicht beengt. Das ist der Kompaktklasse angemessen, das Platzangebot hier vorne. Auf jeden Fall. Ja, jetzt schwenken wir nochmal den Sitz ab, dann seht ihr nochmal in voller Schönheit. Ich habe hier außen übrigens ein Hebelchen, das ist die Lordosestütze, kann ich rein und raus fahren. Und dazu kann ich den Sitz, wie ich schon sagte, elektrisch verstellen, vor- und zurückfahren, im Ganzen heben und senken. Und anstellen geht nicht, aber die Lehne kann ich natürlich auch noch verstellen. Die Kopfstützen bediene ich dann manuell. Ich habe heute eine Wegstrecke von 350 Kilometern zurückgesetzt in dem Sitz problemlos. Ich finde, dass die durchaus gut sind. Also man kann auch längeren Strecken darin sitzen, ohne Schaden zu nehmen. Das hört sich komisch an, ne? Negativ irgendwie, meine ich gar nicht so. Der Sitz ist komfortabel, fertig. Ja, dann schalte ich das Auto mal aus. So sieht das aus. Zack, Bildschirm einfach aus. Ne? Und dann schalte ich ihn wieder an. Dann baut sich das hier schön auf mit einer Grafik und auch das MG-Logo etabliert sich. Ich könnte jetzt fahren, wenn ich wollte. Auf der linken Seite habe ich digital die Geschwindigkeit. Auf der rechten Seite habe ich den Powermeter. Und vielleicht fahre ich sogar mal ein Stück, damit ihr seht, wie das ist. Da an der Seite dann so eine Grafik, die sich aufbaut. Und wenn ich rekuperiere, sollte da nach unten auch was sein. Und das ist halt auch ganz lustig, wenn ich fahre, ich verbrauche jetzt Strom. Und wenn ich bremse, sprich rekuperiere, kommt da, naja, jetzt kommt gar nichts, aber kommt eigentlich ein Minuswert. Das heißt, ich fasse dann wieder Strom. Kann man auf jeden Fall machen. So, hier unten wird mir angezeigt, dass ich noch 73% Akkukapazität habe. Es soll reichen für 229 Kilometer. Ich bin in Reverse im Komfortfahrprogramm, Rekuperationsstufe 2. 2602 Kilometer hat das Auto auf der Uhr. Es ist 16.01 Uhr, das ist das Tempolimit, hat er nichts erkannt. Der Spurhalteassistent ist aktiv, das Auto ist geöffnet und das war's, ne? Kann ich also durch die unterschiedlichen Segmente springen. Ich springe einmal hier komplett durch, da bin ich wieder und dann geht es nochmal in den Bordcomputer rein. Da habe ich dann unterschiedliche Werte, den Energiefluss kann ich mir anzeigen lassen und noch ein paar Sachen mehr. Ja, oder ich lasse mir einfach Datum, Uhrzeit und mein Auto mir anzeigen. Machen wir weiter mit dem Rundumblick. An der B-Säule kann ich gut vorbeisehen. Das gilt auch für die beiden A-Säulen. Da sitzt ihr, B-Säule okay, C-Säule okay und eine D-Säule. Selbst wenn ich die Kopfstütze eingefahren habe, da kann sich was verstecken. Das ist der Blick nach hinten. Die Heckscheibe, die sichtbare, der sichtbare Bereich ist nicht ganz so groß, aber hat zum Autobahnfahren locker gereicht. Ich schaue natürlich immer brav in den Außenspiegel, damit da hinten an der D-Säule sich nicht noch irgendwas versteckt beim Rückwärtsfahren. Oder auch sonst nicht. Die Spiegel, ja, wenig aufregend gestaltet. Die Spiegelfläche finde ich aber sehr angenehm groß. Mit einem Blick in den Innenspiegel erfasse ich auch die komplette Heckscheibe, wobei ich ja eben schon eingeschränkt habe, dass die nicht allzu groß ist, die Sichtfläche. Zum einfachen Rangieren gibt es hier eine Rückfahrkamera, zusätzlich mit einer 360-Grad-Ansicht, zumindest in Luxury ist die mit dabei. Die Linien werden mir auch angezeigt, wo ich hinfahre. Und es gibt hier auch noch eine Rückmeldung von den Parksensoren. Dazu habe ich hier noch Knöpfchen. Es gibt sogar so eine 3D-Ansicht. Kann so ein paar Sachen verstellen und hier noch Sachen einstellen. Und das ist halt auch nochmal schön. Ich springe nochmal in Drive rein, hoffen, dass das Bild sich hier mal verändert. Wenn ich rechts blinke, dann wird mir hier der Bereich vom rechten Vorderrad angezeigt, damit ich da auch niemand übersehe. Und zusätzlich dann noch die 360-Grad-Ansicht. Das finde ich, haben sie gut gemacht. Ja, soweit, so gut. Kann ich wieder zurückgehen in den Park. Was noch fehlt, ist natürlich der zertifizierte Ausfahrt-TV-Hutencheck. Und die ist ganz schön laut.
Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Ablagecheck. Ich zeige euch mal, wie geräumig oder wie viele Ablagemöglichkeiten ich hier in dem Fahrzeug vorne in der ersten Sitzreihe habe. Wie immer fangen wir an mit den Türtaschen und wie immer habe ich zwei Flaschen meines Partners Y-Food mit dabei. Einmal einen halben Liter, einmal 0,33 und könnt ihr vergeblich suchen. Die haben sie ausrangiert. Ich habe es trotzdem dabei, damit ich das in der 0,33 Liter Flasche hier auch zeigen kann. Das kann man noch kaufen. Auch die Geschmacksrichtung Mango Lassi, gerade bei hohen Temperaturen, schön kühlen und dann trinken. Das ist lecker, finde ich zumindest. Wenn man Mango mag, sollte man das auch mögen. Y-Food kredenzt euch, wenn ihr wollt, eine ausgewogene Trinkmahlzeit mit dem Nutri-Score A. Und den haben sie bekommen, weil jede Menge Mineralstoffe und Vitamine mit an Bord sind. Ich mache gern Werbung dafür, denn 500 Milliliter haben genau 500 Kalorien. Und mich macht diese Trinkmahlzeit genau 4 Stunden satt. Manchmal sogar ein bisschen länger. Im Vergleich dazu, wenn ich jetzt zu einer Pommesbude fahre oder in ein amerikanisches Schnellrestaurant, ne, wo es auch gar nicht mehr so schnell ist, dann nehme ich meistens mehr Kalorien zu mir. Mir wird meistens auch schlecht nach dem Essen und ich habe spätestens nach einer halben Stunde wieder Hunger. Da ist das wirklich die clevere Alternative und darum zeige ich euch das gerne. Ich habe die Flaschen immer dabei. Nicht, um sie zu konsumieren, sondern um euch zu zeigen, wie sich das hier mit den Platzverhältnissen verhält. Und das mache ich ja in jedem Auto, so habt ihr eine gute Vergleichbarkeit. Der halbe Liter, der passt hier gut rein, kann ich auch gut entnehmen, aber viel mehr Platz ist da auch nicht. Und ich kann die kleine Flasche noch daneben schieben, aber da tue ich mir schon schwer mit dem Herausnehmen. Die Türtasche geht noch bis hierhin weiter. Wir haben so zum Beispiel noch eine Parkscheibe, dann sieht man ganz gut, wo das Ganze endet. Und das Ganze besteht aus hartem Kunststoff. Dann haben wir die Griffschale und die ist auch nicht rutschfest ausgelegt, aber hier könnte man natürlich auch allerlei Krams noch verstauen. Dann habe ich hier oben zwei Getränkehalter mit jeweils 1, 2, 3 Abstandshaltern. Nehme ich die kleine mal nach hinten, die große nach vorn. Sitzt fast, wackelt und hat Luft. Wenn ich das Ganze umdrehe, dann merke ich, okay, die haben eine unterschiedliche Größe. Jetzt sitzt nämlich der halbe Liter richtig stramm hier drin und bewegt sich nicht mehr, während die kleine Flasche kippelt, aber auch nicht rauskippelt. Dazu haben wir eine Armlehne hier mit einer rutschfesten Matte im Boden. Wie groß ist das? Kann ich hier einmal zeigen. Da geht es auch noch ein bisschen nach oben. So kann ich die beiden Flaschen auch in diesen Bereich einbringen. Und dann, kleiner Flug, geht es hier unten noch weiter. Ich lege mal die Flaschen auch hier wieder rein. Und nur damit ihr einmal seht, dass es da groß genug ist, aber es auch besser erkennen könnt, ist ja schwarz in schwarz. Hier haben wir zwei USB-Anschlüsse. Einmal zum Verbinden mit dem Infotainment-System, einmal nur zum Laden. Und dazwischen ist dann auch noch ein 12-Volt-Anschluss. Zugegebenermaßen, alle drei Anschlüsse kann ich nicht gut erreichen. Sonst wird er die Kabel immer hängen lassen. Einfach, weil ich mir sonst die Finger verbiege. Trotzdem seht ihr hier mit den beiden Flaschen, da ist auch jede Menge Platz in der Ablage und die können auch nicht rausfallen, weil man hier halt so eine gewisse Höhe hat als Rand. Das Handschuhfach hier, das ist auch stattlich groß, nicht beleuchtet. Ich nehme noch mal meine beiden Flaschen, schmeiße die hier zum Bordmaterial und den Warnwesten, die hier schon drin sind, bups, passt. Da passt auf jeden Fall noch mehr rein, aber ihr merkt schon, kleines Platzwunder hier, der MG55, was auch immer. An der Rückseite der Sonnenblende haben wir hier so einen Plastikstreifen, wo ich was drunter klemmen kann. Unter anderem hier die Ladekarte zum Beispiel. Noch besser natürlich die Rettungskarte, Kinder, ne? Damit die Polizei und Feuerwehr wissen, was hier los ist. Dann haben wir einen Make-up-Spiegel in der Sonnenblende, der von oben beleuchtet wird. Und die Spiegelfläche ist so mittelgroß. Die Sonnenblende selber ist gar nicht so wahnsinnig groß. Beim Fahren ist das angenehm. Wenn ich sie aber zur Seite drücke, kann ich sie nicht nach hinten ausziehen, sodass hier die Sonne noch von der Seite aus einfallen kann. Als Fahrer habe ich keinen Haltegriff, wohl aber als Beifahrer und in den hinteren Türen gibt es die auch. In der Dachkonsole habe ich Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer und gemeinsam ist das dann auch die Einstiegsbeleuchtung. Dazu hier oben noch der SOS-Knopf. Ja, ich bitte doch um Wortmeldung jetzt. Wer gedacht hätte, dass man so viele Dinge hier verstauen kann im MG5? Ich bin ein bisschen überrascht. Natürlich nicht wirklich. Ich bin das Auto ja eine Woche gefahren. Dennoch, ich finde es recht beeindruckend, in der Tat.
Gut, jetzt möchte ich euch einmal das Infotainment-System zeigen, was ja auch Teil der Software ist. Heute nennt man das ja nicht mehr Infotainment-System, sondern Software, weil es natürlich auch was mit Laden zu tun und dem Autoladen zu tun hat. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ich habe hier erstmal den Knopf Home, der bringt mich genau auf diesen Screen und von da aus kann ich dann weiter wischen, um die ganzen Funktionen aufzurufen. Hier unten die Home-Taste. Dann habe ich, das finde ich gut, Klimaanlage On-Off und das einfach als ein Schalter, um alles zu deaktivieren, finde ich gut, wenn man Strom sparen will. Wenn man es dezidiert machen möchte, drückt man hier auf den Knopf Klimaanlage und hat hier die Möglichkeiten einzustellen, unter anderem Auto, die Temperatur. Hier kann ich auch die Sitzheizung aktivieren, die wohlig warm macht, aber nicht heiß. Und es gibt sogar noch eine Eco-Einstellung, dass man selbst bei großer Klimaleistung noch ein bisschen Strom sparen kann. 24 Grad die Außentemperatur, 20 Grad die Innentemperatur und die Sitzheizung mache ich wieder aus. Drück nochmal auf Home, da sind wir wieder. Spring nochmal rüber und gehe ins Energiemanagement. Da wird mir jetzt nämlich gezeigt, 72% habe ich noch, 228 Kilometer. Denkt er, dass ich noch habe? Aktuelle Stromstärke und anliegende Spannung, wird geladen, entladen, irgendwie ist es alles das Gleiche. Wenn ich lade, wird mir hier die beiden Werte auch entsprechend angezeigt und daraus kann ich mir dann auch errechnen, mit wie viel kW er aktuell lädt. Es ist so ein bisschen schade, dass sie das nicht einfach reinschreiben, weil ich finde, das ist eine relevante Information, damit ich weiß, ist er schon so weit, dass ich abkoppeln kann oder hat er noch eine hohe Geschwindigkeit, also Ladegeschwindigkeit. Diesen Dialog, also wenn er lädt, dann sehe ich das hier natürlich auch und im Cockpit. Das blendet euch Joanna jetzt freundlicherweise mal mit drei Screens an, die ich vorhin aufgenommen habe, als ich am Strom geladen habe. Hier Laden starten, das macht er automatisch, aber hier kann ich auch Laden abkoppeln. Apple CarPlay und Android Auto kann ich hier auch verbinden. So sieht das aus, wird vollflächig genutzt. Und wenn ich wieder zurück bin, MG oder halt die Home-Taste. Das sind ja auch alles Sprungziele. Ich springe mal in den Bereich Navigation rein und sage, ich suche ein Ziel, nämlich die Werther-Straße. Nummern muss ich umschalten. 42 in Bielefeld, hier haben wir es schon. Dann zeigt er mir schon die Routenvorschau an. 14 Kilometer, 16 Minuten, los geht's. Und das, wenn möglich, wenden. Genau. Ja, und hier kann ich switchen. 16 Minuten oder 16.32 Uhr komme ich entsprechend an. Dazu kann ich das als Favorit erklären und habe hier noch die Möglichkeiten umzuschalten. 2D, 3D. EV-Präferenzen, was suche ich, wenn ich Ladesäulen suche und ja, das soll es gewesen sein. Wie breche ich das Ganze ab? Hier oben einfach. Dann haben wir ja hier die Taste der Spracherkennung und die springt dann rüber zu Siri direkt. Und wenn ich das iPhone deaktiviere, also vom Kabel ziehe, dann passiert hier mal genau gar nichts. Jetzt würde ich nochmal ein Ziel in München suchen, einfach weil es so schön weit weg ist. Ups. München ist auch nett, das ist hier so gelöst wie bei iOS, wenn ich was eingebe. Jawohl, 4 Stunden, 588 Kilometer, 228 komme ich noch. Ja, das heißt aber, er weiß zwar, dass ich da nicht hinkomme oder sollte es wissen, er sieht es allerdings nicht, ne? Oder zeigt es mir an. Also ist jetzt hier kein geplantes Laden möglich. Dafür gibt es aber auch, wenn man will, noch andere Apps, also hier nicht für das Auto, aber natürlich fürs Smartphone. Ich persönlich, ja, finde das zwar ganz nett, wenn die das machen, aber meistens lade ich eh nicht da, wo die Autos mir das vorschlagen. Von daher finde ich es müßig. Also ich brauche das System nicht wirklich so in der Form. Gut, gehen wir zurück. Lala, Musik, Bluetooth-Musik oder USB-Musik, da habe ich hier einen eigenen Player. Ich habe aber auch hier, jetzt gehen wir mal in den Bereich rein, das Radio. Und da kann ich wählen zwischen DAB, UKW und AM. Und kann jetzt hier auch, wenn ich möchte, durch die Lieder-Sender skippen. Das sind meine Favoriten, die sind schon angelegt. Und dann sind das hier die ganzen Sender, die er gefunden hat. Da hätten wir beispielsweise Radio Bob, was ich auswählen kann. Und wenn ich wieder zurückspiele, dann schiebe ich mir den sofort natürlich in die Favoriten rein. Ja,
bums fertig. Ne? Toten Hosen werden gespielt, Rock Me Amadeus. Das sollte ich vielleicht mal leise machen, sonst gibt es hier GEMA-Forderungen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, bums aus, fertig. Was soll ich noch sagen? Hier kann man noch andere Sachen einstellen, finde ich jetzt aber erstmal nicht so relevant. Könnt ihr selber mit rumspielen. Gut, AC hatten wir, ne? Den habe ich euch schon gezeigt. Bluetooth-Telefon mache ich in der Regel eh nicht. Dann haben wir hier das Fahrzeug und hier zeigt sich jetzt, dass die Software vielleicht noch ein bisschen optimiert werden könnte. Praktisch, das ist, sind die normalen Fahrzeugeinstellungen, die hier möglich sind. Lampe ist dann Beleuchtung und MG Pilot sind die Assistenzsysteme. Für die habe ich natürlich auch noch diverse Einstellungen. 360 Grad ist dann die Kamera, die wollen wir aber gar nicht nutzen. Einstellungen für System gibt es halt auch noch mal in unterschiedlicher Form. Radio hatten wir und Energiemanagement habe ich euch auch schon gezeigt. Ab und an habe ich das Gefühl, man muss ein bisschen fester auf den Bildschirm drücken. Im Übrigen ist es 16.20 Uhr, 24 Grad draußen und wir hören Radio Bob. Ja, soweit so gut. Das ist das System und ich glaube, ich habe euch jetzt hier auch alles gezeigt. Es gibt kein Premium-Soundsystem, sondern das Soundsystem, was dabei ist. Ich finde es jetzt nicht herausragend, aber ich habe während meiner Testfahrt durchaus ein bisschen Musik gehört und mir ist es auch nicht negativ aufgefallen. Ich habe auch ein bisschen lauter mal Musik gehört und das ist auch okay. Es ist jetzt kein wahnsinnig gutes System, aber würden wir uns dieses Auto privat kaufen, dann wäre das fein für mich. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, gesagt, hier feines Auto. Das erste, was er mich fragte, kannst du denn hinter dir sitzen? Das will ich euch jetzt zeigen. Das Platzangebot hier auf der Rücksitzbank und auch die Ausstattung MG 5 oder 5. Als ich vorhin eingestiegen bin hier für meinen Kollegen, da dachte ich, das ist alles nicht genug Platz. Aber ich bin dann eines Besseren belehrt worden. Seht selbst. Und so sieht das aus. Mütze ab, zwei flache Hände bekomme ich hier zwischen meinen Kopf und den Himmel. Ich habe also ausreichend Kopffreiheit, stoße auch nirgends an. Wenn ich den Schirm auf habe, dann stoße ich hier an den gepolsterten Dachhimmel, aber jetzt auch nicht wild. Ich habe sogar ein bisschen Beinfreiheit, auch wenn meine Beine hier sehr angewinkelt stehen. Ne? Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich die Füße nicht unter den Fahrersitz geschoben bekomme, sondern nur so bis ein bisschen mehr als die Zehen halt. Der Sitz ist aber auch ganz runtergefahren, im Übrigen auch auf mich eingestellt und ich bin 1,80 Meter groß. Trotzdem finde ich, dass ich hier bequem sitze und ich habe sogar ein bisschen Seiten halt, weil die Sitze hinten auch ein wenig ausgeformt sind. Gucke mal, elektrische Fensterheber haben wir. Die Scheiben sind auch getönt und versenken sich tatsächlich vollständig. Und sie haben eine Automatikfunktion, somit auch einen Einklemmschutz. In die Türtasche, da passt wieder meine halbe Liter Flasche Y-Food rein. Auch die bekomme ich während der Fahrt entnommen. Dahinter ist noch ein bisschen Platz, da bekomme ich die kleine Flasche aber nicht mehr hinein. Und auch hier haben wir eine kleine Griffschale, wo ich was ablegen könnte. Am Haltegriff ist nicht nur der Kleiderhaken inkludiert, wie wir das kennen, sondern auch noch eine Leseleuchte, die dann bei geöffneter Tür auch gleichzeitig die Einstiegsbeleuchtung darstellt. An der Rückseite der Vordersitze haben wir Dokumententaschen, da passt DIN A4 hochkant hinein und so eine Flasche natürlich auch, irgendwo musste ich sie ja hinstellen. Und dann haben wir hier noch in der Mitte ein Ablagefach, ich zeig mal mein iPhone, ja passt, aber irgendwie kippelt auch. Und dazu habe ich hier unten auch noch zwei USB-Anschlüsse. Weiter gibt es auch eine Armlehne, darin eingebettet ein Getränkehalter, allerdings ohne Abstandshalter. Und wenn wir jetzt wieder unsere beiden Musterflaschen nehmen, die halbe Flasche kippelt, kippelt zur Not auch raus. Der halbe Liter wird hier deutlich besser gehalten, hat aber auch noch ein bisschen Spiel. Natürlich kann ich die Armlehne auch als solche nutzen und wenn ich hier nur zu zweit auf der Rücksitzbank sitze, dann finden auch beide Arme darauf Platz. Wenn ich jetzt sage, ich möchte zu dritt fahren, bis zu dem Stoffteil brauche ich eigentlich den Platz. Das heißt, ich habe nur noch so viel für die Person zwischen mir und meinem Klon. Ja, wenn du drei schlanke Personen hast, würden die hier wahrscheinlich noch nebeneinander passen. Allerdings, ich setze mich trotzdem mal in die Mitte. Schön, dass wir hier keinen Tunnel haben. Ich sitze hier deutlich unbequemer als außen, habe mehr Schräglage und das Rückenteil ist auch ein bisschen härter. Die Gurtlänge ist so angelegt, dass man ein bisschen mehr Platz hat, als man muss. So sollte man Kindersitze und Babyschalen hier bequem angeschnallt bekommen.
Die Türen kann man auch schön weit öffnen, sodass man keine Probleme haben müsste, hier auch größere Kindersitze runterzubringen. Ich gebe lediglich zu bedenken, dass wenn man hier einen großen Kindersitz hat und das Kind die Sitze, die Beine ausstreckt, dass man gucken soll, dass das da nicht sich irgendwie die Beine staucht, ne? Weil hier gefühlt gar nicht so viel Platz ist. Ja, wir haben elektrische Fensterheber und die kommen auch mit einem Einklemmschutz, der sofort greift, dass man sich hier nicht wehtun kann. Die Isofix-Halterungen befinden sich hier direkt zwischen den Polstern und die Gurtpeitschen sind leider nicht starr. Da könnten kleine Kinder Probleme haben, sich selbstständig anzuschnallen. Der Gurt für den mittleren Sitzplatz ist hier direkt an der Lehne angebracht. Für die hinteren Türen gibt es hier die Funktion der Kindersicherung. Wenn ich das umlege, können die Kinder nicht mehr alleine von innen die Tür öffnen. So geht's wieder. Wir haben keine Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz. Hier im Schlüssel befindet sich ein Schlüsselbart und mit dem kann ich hier in der geöffneten Beifahrertür einmal überschließen, um den Beifahrer-Airbag zu aktivieren bzw. deaktivieren. Auch wenn wir hier den MG5 Electric fahren, haben wir keine elektrische Heckklappe, sondern eine manuelle. Und der Taster befindet sich hier unter dem G vom MG-Logo. Und die Heckklappe öffnet sich hier nur mit Hilfe der Gasdruckdämpfer. Hier gerne präsentiere ich euch auch einmal den Kofferraum. Wir haben hier erstmal den Sichtschutz, den ziehe ich ein Stück nach hinten. Und dann schnellt er auch nach hinten hier in einer Führungsschiene. Und ich kann das Ganze auch entnehmen und dann hier das Ganze zur Seite schieben und den ganzen Sichtschutz ausbauen. MG hat uns hier noch eine Tasche mitgegeben. Daran befindet sich das Typ 2 Kabel. Und damit die Tasche hier nicht verrutscht, mit einer großen Klettfläche an den Teppich fixiert. Den Ladeboden kann ich auch anheben und dann sehe ich hier Verbandstasche, den Ladeziegel hier für das Laden an der Steckdose, Warndreieck, Warnwesten und das Teilpaket, hinten noch einen Abschlepphaken. Den Ladeboden, der hier auch sich schön festklemmen lässt, kann ich auch noch eine Etage tiefer setzen. Dann habe ich ein bisschen mehr Ladehöhe hier zur Verfügung. Wenn ich ihn tiefer gesetzt habe, dann verschwindet hier fast die ganze Hand. In der oberen Position lediglich die halbe. Auf der linken Seite haben wir dann hier die Kofferraumbeleuchtung und eine kleine Netztasche mit einem Raum dahinter. Da kann ich was verstauen. Auf der rechten Seite ist das Fach deutlich größer. Auch hier gibt es so eine Netztasche. Und das war's dann schon. Ja, ich halte kurz fest, es gibt hier keine Zurösen im Kofferraum. In der Heckklappe gibt es noch zwei Griffschalen. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich mit meinen 1,80 Meter hier gut an die Entriegelung der Rücksitzbanklehnen. Die fallen dann im Verhältnis 40 rechts, 60 links. Eine ebene Ladefläche gibt es nicht, sondern hier stoße ich einmal auf eine Kante und dann steigt das Ganze nach vorne hin auch noch deutlich an. Mein 28 Zoll Rennrad habe ich hier in den Kofferraum geladen. Das sieht vielleicht gar nicht so aus, aber es passt in den Kofferraum. Natürlich habe ich vorher die Rücksitzbank umgelegt. Ich musste aber keins der Laufräder ausbauen. In den Kofferraum vom 2022 MG Luxury maximal passen 479 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank erhält man ein Ladevolumen von 1367 Litern. Kilogramm darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen, davon 75 Kilogramm auf die Dachreling bringen. Optional bietet MG auch eine Anhängerkupplung an, zumindest eine Stützlast ist angegeben und auch eine Zuglast. Die Stützlast liegt bei 50 Kilogramm und man darf hier Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 500 Kilogramm. Dabei ist es unerheblich, ob der Anhänger gebremst oder ungebremst ist. Ja, herzlich willkommen zu meinem Feindruck hier mit dem MG5 oder MG5 mit dem großen Akku in der Luxury-Ausstattungslinie. Ich drehe hier erstmal brav am Bilster Berg und kann euch sagen, der Wendekreis beträgt 11,9 Meter und hier die Rückfahrkamera hilft durchaus beim Rangieren.
es ist durchaus angenehm, die Unterstützung der Servolenkung hilft hier auch beim Rangieren. Ja, eine Lenkradumdrehung und eine Viertel, das heißt 2,5 Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Ich hatte euch schon gesagt, wir haben 3 Fahrmodi. Ich schalte jetzt auch direkt in Sport. Eco, Komfort, Sport gibt es. Und dabei ändert sich dann die Kennlinie des Fahrpedals. Ich merke, dass bei gleichem Pedalweg in Sport kommt man deutlich schneller in Schwung, als das in Eco der Fall ist. So, dann stelle ich mich hier mal hin. Kaxer Straße nach wie vor gesperrt wegen Renovierung und Vollgas. Ups, da hat er Traktion verloren, obwohl die Straße ganz trocken ist. Und schwupps habe ich die 100 erreicht, doch deutlich vor dem 70-Schild. Von 0 auf 100 in 8,3 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann bei 185 km/h. Dann rutschen wir jetzt hier mal in die Unterführung und da ist es natürlich schön, dass hier heute gar kein Verkehr ist oder so gut wie gar kein Verkehr. Kann ich mir nämlich Zeit lassen, um euch hier die Schalterchen zu zeigen. Die sind alle beleuchtet, sofern sie denn überhaupt noch da sind. Ja, ich spüre keinen großen Unterschied bei der Rekuperation. Ich gehe mal in Stufe 1, 50 halte ich mit dem Fuß und lasse mich ausrollen. Minus 7. Dabei bleibt er. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal in 3. Wieder hoch auf 50. Ausrollen. Ups. Ja, doch. Ich sehe es zumindest, ne? Bei dem Powermeter im Minusbereich, dass da dann deutlich mehr los ist. Ich kann jetzt hier auch schon wieder in Eco schalten. So bin ich eh meist gefahren. Ich finde bei so einem Auto die Beschleunigung jetzt nicht so imposant und interessant, sondern ich möchte lieber die Reichweite behalten und fahre deswegen dann in Eco, ein bisschen effizienter unterwegs zu sein. Ja, die Straße ist nicht meine Kraxer Straße, die ich euch sonst immer zeige. Die wird halt, wie gesagt, gerade geteert. Die hier ist aber auch uneben, hat Unebenheiten. Die höre ich, ja, durchaus. Im Gestühl nehme ich sie aber gar nicht so doll wahr, sondern es ist eher so ein Poltern. Und nur die hier, so mal ganz tiefen Schlaglöcher, die nehme ich dann auch im Sitz wahr. Sonst spüre ich aber durchaus die unebene Straße auch hier im Lenkrad so ein bisschen. Also es schlägt nicht oder so, sondern man ist halt nicht abgenabelt, das will ich damit eigentlich sagen. Rundum, ich bin mit dem Fahrzeug jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer gefahren, aber einige, müssen so um die 1000 fast gewesen sein. Und kann euch sagen, dass ich das Auto als durchaus komfortabel wahrgenommen habe, gerade vom Fahrwerk her. Das ist ja nicht immer so gegeben bei batterieelektrischen Fahrzeugen, weil die meistens ein bisschen schwerer sind und mir da meist das Fahrwerk dann eher zu straff ist. Hier geht das durchaus. Die Bremswirkung hier zwischen Elektromotor, der ja im ersten Schritt bremst, um Bremsenergie wieder in den Akku zu speichern, und der mechanischen Bremse spüre ich nicht. Als guter deutscher Autojournalist ist man da ja sehr picky, was chinesische Autos angeht. Aber in der Tat ist das seamless, also übergangsfrei. Ich spüre da keinen Ansatz, das gab es ja auch schon mal bei anderen Fahrzeugen, aber hier ist es wirklich, ich spüre das nicht, das ist sehr angenehm. Und ich habe rundherum am Fahrzeug Scheibenbremsen. Während meiner Testfahrt hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl, dass die mit dem Gewicht des Fahrzeugs nicht klarkommen. Ich habe mich immer ordentlich verzögert und mich auch da zum Stehen gebracht, wo ich mir das so ausgedacht habe. 1562 Kilogramm wiegt der MG5, so wie wir ihn hier fahren. 156 PS haben wir, kann man ganz einfach rechnen. Wir haben so ein Leistungsgewicht von 10 Kilogramm pro PS. Ich sage ja immer 5 Kilogramm sportliches Auto, 10 Kilogramm Familienkutsche. Bei den elektrischen Fahrzeugen, finde ich, passt das immer nicht ganz mit dem Leistungsgewicht. Mir kommt der deutlich flotter vor, als die Zahl mir das glauben lassen möchte. Ja, wir haben diese Eingangautomatik. Was soll ich dazu sagen? Man beschleunigt, man fährt vorwärts, man fährt rückwärts. Es funktioniert alles. Wenn man genau hinhört, dann hört man jetzt den Blinker. Bei dem könnte man sich beklagen, dass er vielleicht ein Hauch zu laut ist. Ich
finde mittlerweile eigentlich ganz angenehm, wenn man so ein lautes Blinkergeräusch hat, weil man dann nicht vergisst, ihn wieder auszumachen, ne? Wenn er sich mal nicht abstellt. Und es ist auch nicht störend laut. Fahre ich jetzt hier mal ein bisschen flotter auf die Autobahn. Kann euch sagen, vom Fahrwerk her passt es. Und ich habe sogar ein bisschen Seitenhalt in den Sitzwangen. Das ist angenehm. Ich bin zwar zu keiner Zeit animiert worden, von dem Auto hier sportlich zu fahren, aber wenn man die eine oder andere Kurve mal schneller nehmen möchte, dann hat man hier genug Halt in den Sitzen. So 72 km/h und ich trete jetzt mal das Fahrpedal bis zum Boden hindurch. Beschleunige. Muss jetzt aber abbrechen, weil der Kollege hier komisch fährt. Stehe jetzt wieder voll auf dem Fahrpedal. 185, ja, die Höchstgeschwindigkeit. Und die erreiche ich hier zumindest wohl laut Tacho auch. Ich gehe jetzt aber mal durchaus vom Pedal runter, weil mir der Verkehr hier zu dicht wird. Ja, was man hier ganz schön sieht, die Verkehrszeichenerkennung funktioniert nur bedingt. Er hat zwar irgendwann mal ein 80-Schild erkannt, weiß aber nicht, dass ich das die Autobahn gewechselt habe und hier schon längst wieder offen sein sollte. Das funktioniert eher suboptimal. Setze ich den Tempomat mal auf 100 km/h. Den passierenden Verkehr nehme ich durchaus wahr, allerdings nicht zu laut. Ich habe meines Erachtens leichte Windgeräusche. Extra nochmal das Gebläse ausgestellt, aber es ist trotzdem schön ruhig im Fahrzeug. Ja, bei 120 nehmen die Windgeräusche schon deutlich zu, also laut zu vernehmen. Allerdings muss ich meine Stimme hier trotzdem nicht heben, das Auto läuft trotzdem noch schön ruhig durch. Bei 140 sieht das dann schon ein bisschen anders aus. Jetzt sind die Wind- wie auch Fahrgeräusche doch deutlich wahrzunehmen und ich fange auch schon an, leicht meine Stimme zu heben. Der adaptive Tempomat geht nur bis 150, also halte ich hier 160 mal am Fuß, hebe jetzt schon deutlich meine Stimme, also auch schon laut jetzt mit den Windgeräuschen. Dafür finde ich jetzt, je schneller ich werde, wird jetzt auch nicht viel lauter. Und das sind jetzt auch schon die 180, damit können wir es gut sein lassen. Den Doppelkreisel möchte ich euch mit dem MG auch nicht vorenthalten, auch wenn, wie gesagt, ich nicht wirklich animiert worden bin, dieses Auto sportlich zu fahren. Reifen haben hier Traktionsprobleme, so scheint es zumindest. Man kann schön einlenken. Ich finde auch gar nicht, dass der Wagen jetzt einem sehr schwer vorkommt bei der Fahrweise. Aber es macht irgendwie auch keinen Spaß. Ist halt so, ne? Gehen tut's, schiebt vielleicht, nee, eigentlich, der schiebt noch nicht mal, nee. Ich finde, fährt sich auch sehr einfach, selbst wenn man hier so ein bisschen wilder fahren möchte. Der WLTP-Verbrauch ist mit 17,9 Kilowattstunden angegeben. Wir sollen eine Reichweite elektrisch von 400 Kilometern erreichen, nach WLTP auch. Das würde sich hier auch mit dem Vorschlag decken, 66% Akku, eine Reichweite von 200 Kilometer soll ich noch zur Verfügung haben. Auf der Autobahn hatte ich jetzt einen Verbrauch zwischen 21 und 22 Kilowattstunden. Über eine Strecke von 350 Kilometern. Was ich aber richtig spannend finde, ist im urbanen Bereich, also nach Hause pendeln, von der Werkstatt zurück nach Hause und wieder hin. Ist ja auch ein bisschen Autobahn, ist aber auch ein bisschen Landstraße, ist ein bisschen Stadtverkehr. Und da bin ich teilweise unter 15 Kilowattstunden geblieben. Wenn ihr also vorhabt, den MG 5 im urbanen Bereich zu fahren, könnt ihr wirklich richtig toll effizient unterwegs sein. Den Verbrauch auf der Autobahn habe ich mit Geschwindigkeiten zwischen 120 und 140 gehabt. Wer wirklich effizient fahren möchte, sollte auf jeden Fall den Tempomaten nicht nutzen, weil der meines Erachtens nicht besonders effizient reagiert. Da hat man immer Stromverbrauch und selten Rekuperation. Das machen natürlich andere Hersteller dann doch ein bisschen besser.
möchte euch das nicht unterschlagen. 1412 Kilometer bin ich gefahren mit dem Fahrzeug und er zeigt mir hier laut Bordcomputer einen Durchschnittsverbrauch von 17,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Ich denke, er wird ein bisschen höher liegen, denn das Auto macht hier eine Fehlerberechnung. Wenn ich nämlich beim Laden die Zündung anhabe, verfälscht das hier auch die Werte des Bordcomputers. Aber wesentlich höher wird es nicht sein. Ich denke mal, ich werde hier über den Zeitraum einen Verbrauch von 18,5 gehabt haben. Mein Fazit hier zum Fahreindruck. Ich finde super, dass man das Auto so effizient fahren kann. Trotzdem hat man genug Leistung, um auch mal Laster zu überholen, ein bisschen schneller zu fahren. Bin auch mal ein kurzes Stück 140, 150 gefahren. Das macht das Auto auch mit, sowohl von der Lenkung als auch vom Fahrwerk her. Und besonders viel Spaß gemacht hat es mir aber tatsächlich im urbanen Bereich, wo ich so viel Strom sparen konnte oder so wenig Strom nur verbraucht habe. Ich habe beim Fahreindruck eben schon die Verkehrszeichenerkennung angesprochen. Die Schilder, die ich gesehen habe, erkennt das System in der Regel auch. Es hat allerdings Probleme beim Aufheben der Schilder. Fahre ich aus dem Ort raus manchmal, aber auch wechsle ich das Autobahnkreuz, fahre ich von der Landstraße auf die Autobahn. Die Logik scheint da noch nicht hinterlegt oder implementiert worden zu sein, sodass hier oft falsche Warntafeln angezeigt werden. Finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch, aber es erfüllt natürlich nicht so den Zweck, den es haben sollte. Ja, das Fahrzeug hält mich per Spurhalteassistent auch tatsächlich in der Mitte der Spur, möchte aber auch sehr zeitnah, dass man seine Hände dann wieder ans Lenkrad legt. Das mag es gar nicht, wenn man jetzt länger ohne die Hände am Lenkrad fährt, was natürlich vernünftig ist, aber situationsbedingt manchmal doch wünschenswert wäre. Ihr seht es, in der Mitte der Spur werde ich hier durch die Krümmung der Autobahn gelenkt. Ich hatte den adaptiven Tempomaten auf 150 km/h gestellt, werde jetzt hier deutlich runtergebremst, weil da vorne ein Fahrzeug mit Anhänger unterwegs ist. Jetzt setze ich mal den Blinker und sobald ich den gesetzt habe, fängt das Auto auch wieder an zu beschleunigen, ein bisschen zaghaft. Ich bin ja hier in Eco unterwegs, aber ich muss also nicht erst den Radarschatten der vor mir fahrenden Fahrzeuge verlassen, sondern das Fahrzeug nimmt quasi Fahrt auf, sobald ich den Blinker setze und ich glaube so einen Hauch von Lenkbewegung noch dabei habe. Ja, und wie gesagt, das System funktioniert nur bis 150 km/h. Aber ganz im Ernst, so schnell bin ich jetzt hauptsächlich hier nur für den Fahreindruck gefahren. Die anderen 1400 Kilometer, da war ich deutlich entspannter und langsamer unterwegs, einfach um die Reichweite zu verlängern. Drei der vier Assistenzsysteme, die ich mir immer wünsche, sind mit dabei. Ein Totwinkelwarner gibt es nicht, die Verkehrszeichenerkennung, ja, ist da, ne? Aber funktioniert wirklich nicht so, wie man sich das wünscht. Dafür aktiver Spurhalteassistent und adaptiver Tempomat funktionieren so, wie man sich das wünscht und entlasten einen dann auch auf längeren Strecken. Allerdings mit dem Hinweis, dass der adaptive Tempomat nicht besonders effizient fährt. Ja Kinder, das war's auch schon wieder, das war unsere Videokaufberatung hier zum MG5 oder MG5, wie auch immer ihr wollt, mit dem großen Akku in der hohen Ausstattung. Was soll ich sagen? Im urbanen Verkehr kann man hier einen Verbrauch von unter 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer erzielen. Auf der Autobahn ist das nicht ganz so schick, ne? Zwischen 200 und 250 Kilometer kommt man dann, je nachdem, wie doll man und wie oft man die 120 bzw. 130 überschreitet. Der Wagen bietet eine ganze Menge Platz. Wer also einen Familienkombi gesucht hat, der wird hier schon mal fündig und das Ganze auch noch zu einem, wie ich finde, sehr attraktiven Preis. Auf der Negativliste dann vielleicht noch die Software, die so ein bisschen hakelig ist für unsere Verhältnisse oder für mein Verständnis. Aber ganz im Ernst, wenn ich ein Auto suche, was zu meinem Budget passt und ich möchte elektrisch unterwegs sein, dann ist der MG5 für mich auf jeden Fall ein Kandidat, den ich mir sehr genau angucken werde.
wollte. Was auch immer. Ihr wisst Bescheid. Gut, ich lasse es jetzt gut sein, freue mich aber sehr auf eure Kommentare. Bin sehr gespannt, wie das Auto bei euch da draußen ankommt. Schreibt mir eure Meinung doch gerne hier unter das Video. Gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wie immer und sage, bleibt gesund da draußen. Wo laufe ich denn jetzt hin? Egal. Tschüss, bis dann. Euer Jan.